Joho, verehrte Zuschauer und herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls V, wie 5 mit roten Punkten, die, glaube ich, gerade eben auf uns zukommen. Hallo, ist hier denn irgendjemand? Wohl noch nicht, also habe ich Zeit, hier eine schöne Einleitung zusammenzubacken in der... Oh ne, habe ich doch nicht. Hallo. Zack. Da hätten wir eigentlich gar keinen vollen Schlag ausholen müssen, das ist total unnötig für so kleine Viecher. Aber warum denn auch nicht? Wo ist denn der zweite jetzt hier gerade eben hin? Der kommt wahrscheinlich auch gerade eben hoch, oder? Wie sieht's aus, Kumpel? Da haben wir ihn. Zack. Einmal kurz schön die Breitseite und dann ist das Vieh auch weg. Ja, was gibt's zu erzählen? Erstmal durchsuchen wir diese nette Truhe hier und schnappen uns die 17 Gold und den winzigen Seelenstein. Ganz klein ist der. So klein wie dein P. Ach, egal. Ja, ich sag jetzt immer, ach egal, das ist dann viel witziger, kennt ihr ja, ne, meine tolle Witzphilosophie. In der letzten Folge oder in der letzten Session haben wir sehr viel Zeit damit verbracht, dieses Buch hier zu lesen. Ich habe mir das auch immer angeschaut, das waren irgendwie 13 Minuten oder locker über 10 jedenfalls. Und das wird so einige von euch vielleicht ein bisschen genervt haben, deswegen wird es in der Folge hier reine Action geben. Die haben wir natürlich auch hier mit diesen Ratten, die wir nicht mal treffen. Hallo? Rattilein? Ach da! Ist hier gerade jemand an der Wand entlang gelaufen? Spider-Rat. Nee, Schwänze will ich nicht mitnehmen. Lass mal stecken. Hab eine Folge von Dr. House gesehen. Ich glaube, das war sogar gestern, als ich gesagt habe, ich will eigentlich Game of Thrones schauen. Habe ich mich nicht Game of Thrones geschaut, sondern Dr. House, weil ich das irgendwie abends manchmal so ein bisschen sympathischer finde. Eine Rolle des Feuerballs. Oho, und ein schwaches Gift der Lähmung. Das können wir vielleicht irgendwann mal irgendwo gebrauchen, um das irgendwie im unterzujubeln. Kommt da jemand? Seid ihr das? Hagner? Björn? Solin? Arvel der Flinke. Ich weiß, dass ich... Erinnere ich mich gar nicht mehr dran. Ach, okay, doch stimmt. Ah, jetzt gibt's gleich was Schönes. Da werden sich vor allem die Damen unter euch freuen wie sonst was. Und ich wollte noch kurz was machen. Moment hier. Das soll nämlich Ingame machen, weil das kann ich nicht im Hauptmenü. Die Gesamtlautstärke muss ein bisschen nach oben, weil teilweise ist das Spiel doch noch so ein bisschen leise in den fertigen Folgen, die ich jetzt übrigens erstmals ausgerendert habe. Und Heidewitzka ist das eine Arbeit mit diesen ganzen Lower Thirds, die am Anfang kommen. Also den Folgentiteln im Video quasi. Oh, das mal hier durch, hier die Spinnenweben. Bisschen Kammerjäger spielen und da sehen wir das hier. Ja, eine verwundete Frostspinne, warum auch immer die verwundet ist. Hat wohl ihre Periode. Aber was wir jetzt mal machen werden, ist der erstmal so ein bisschen reinbraten. Das tut er nämlich, glaube ich, ganz gut. Und danach schnappe ich mir hier schnell meinen Langbogen. Oh, die kommt da aber noch nicht durch, oder? Ja, ich helfe dir ja gleich. Ist ja jetzt okay, aber... Helf mir, es loszuwerden. Helf mir. Zack. Also durchkommen tut das Vieh nicht, aber es kann ja diese komischen Frostbälle schießen, weswegen ich jetzt einfach mal auf jegliche Konventionen scheiße meinen Kriegshammer nehme und diesem Vieh hier gepflegt im Sprung. Ne, im Sprung kann ich nicht, aber so. Ja, aber das ist nicht gerechnet, dass ich hier direkt auf Konfiguration gehe. Das sieht irgendwie aus wie so ein sich bewegender Eierstock. Also keine Ahnung, was ich für Vorstellungen von Eierstöcken habe, aber komm. Laute Musik, ey, das haut ja rein wie sonst was. Silberner Granatring und... Haben wir ja schon das ganze Gift, aber das ist doch wirklich ein fettes, ekliges Vieh allererster Güte, Alter. Pfeift euch das mal rein. Was für ein Brocken. Vor allem da hinten, ey. Boah, das finde ich immer am ekligsten. Also das vorne geht ja noch ab und zu, bis auf die 8 Augen eben. Aber das da hinten, das ist teilweise schon eine ganz schön heftige Nummer. Übrigens bin ich ein bisschen müde und ich schaue mir einfach mal, solange ich das erzähle, den Typen da an. Ja, ist okay, irgendwann mal. Rein aus dem Grund, weil ich heute 10 Stunden renoviert habe und ich wollte einfach noch eine Aufnahme machen, hatte einfach noch so ein bisschen Lust drauf. Aber nicht wundern, wenn ich teilweise mal so ein bisschen weggehen. Das kann vorkommen. Ihr habt es geschafft. Ihr habt es getötet. Jetzt schneidet mich los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Wieso, das kann ich doch auch platt machen. Wo ist denn die goldene Klaue? Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst. Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nord hier verborgen haben. Anscheinend viel Spinnenweben-Klebstoff. Ne? Kannst du vielleicht einen Baumarkt mit aufmachen, ist bestimmt super. Gut mal sehen, ob ich euch einen Kopf kürzer machen kann. Gebt mir zuerst die Klaue, verdammt! Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen? Ihr müsst mich erst losschneiden. Ja, also jetzt schau mal hier, dein Brustkorb ist doch noch frei. Okay, dann losschneiden macht man natürlich mit dem Hammer. Es klare Nummer. Ich kann es spüren. So, da ist er frei. Dummkopf, warum sollte ich den Schatz mit jemandem teilen? Natürlich, das war ja klar, das wusste ich übrigens. Also ich tue jetzt so ein bisschen überrascht. Das ist eben ein ganz schönes... Ihr hättet nie herkommen. Ne, also ihr wisst schon, das ist kein netter Mann.
Der möchte hier irgendwie den Kram für sich alleine und deswegen dürfen wir jetzt erstmal nachrennen und dann irgendwann entscheidet er sich doch sein winziges kleines Schwert rauszuholen und uns anzugreifen, was natürlich nicht funktioniert, weil wir sind gegen die Spinne angekommen und er nicht, deswegen muss er automatisch schwächer als wir sein. Da gibt es jetzt so eine goldene Klaue. Die konnte man, glaube ich, auch irgendwie drehen. Und diese Symbole hier sind sehr, sehr wichtig. Die habe ich erst irgendwann mal bemerkt, so per einem Video wurde mir das irgendwie erklärt, was die eigentlich zu bedeuten haben. Und wenn ihr Skyrim selbst spielt, dann werdet ihr euch ganz schön in Arth Python, wenn ihr diese Symbole euch noch nie angeschaut habt. Denn die lösen quasi alle Rätsel, die wir hier in diesen verschiedenen Ödsturzhügelgräbern oder in diesen Drachengräbern eben geboten bekommen. Arwels Tagebuch, lesen wir vielleicht auch mal irgendwann durch, aber wie gesagt, nicht in dieser Session, habe ich ja gesagt, es gibt Action. Und wenn ich sage, es gibt Action, dann gibt es, naja, Action, ne? Aber was haben wir denn jetzt hier erstmal alles verpasst, als uns der gerade eben davongelaufen ist? Wir haben eine leere Urne, in der nichts drin ist. Wir machen es aber trotzdem auf, weil wir auf Leere total stehen. Gewöhnlicher Seelenstein, die nehmen wir mal wie immer mit. Die kann man ja vielleicht mal irgendwann gebrauchen. Sehr wenige Untote irgendwie in dem Dungeon hier. Ich weiß gar nicht, ob die noch kommen. Ist jetzt vielleicht so ein kleiner Spoiler, aber... Huiuiuiui. Da geht's aber tief runter und Knochen liegen da auch rum. Also ich würde das ja hier gerne mitnehmen, irgendwie so ein bisschen hinter mir herschleifen, einfach nur, weil es so unglaublich sexy ist. Mann! Was für eine geile Spinne, ey. Jut, genug ekelhafte Spinnengeschichten. Wir wollen ja nicht irgendwie, dass ihr wirklich denkt, ich würde auf Spinnen stehen, ganz und gar nicht. Habe ich jetzt mehrmals schon erwähnt, eigentlich gar nicht ein Spiel, das ich jetzt playen sollte, weil wie gesagt, der Anteil an Spinnen ist einfach so überdimensional ekelhaft hoch, dass ich mich lieber mit irgendwelchen Untoten rumschlage, die jetzt hier gleich irgendwo raussteigen werden. Hallo! Das ist ja mal ein heißes Erwachen hier, ne? Oh, gleich zwei auf einmal. Moment, den hier schnappen wir uns natürlich mit unserem Eisenkriegshammer, weil unser Mana-Vorrat auch fast am Arsch ist. Zack. Aus der Ego-Perspektive. Das hatte ich ja seltenst. Und als Untote hat man übrigens, also die heißen nicht hier Untote, sondern Draugr, oder wie immer man das ausspricht. Und die haben da natürlich auch Gold dabei, weil das ist auch so irgendwie im Zombie-Bazar, der irgendwie jeden zweiten Samstag hier abläuft. Da verkauft man dann immer sich so die neuesten Knochen und Augäpfel, die gerade eben so auf dem Markt sind. Ist eine ganz, 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 ganz tolle Aktion. Und das hier ist eine ganz, ganz beschissene Falle, die ich vorher noch nie bemerkt habe. Die konnte man auch irgendwie, stimmt, hier konnte man außen rum gehen, deswegen. Ich bin damals gleich außen rum gegangen. Jetzt müssen wir natürlich was essen. Sieht man da unten an unserer kleinen Leiste. Essen, 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 essen. Dann nehmen wir uns mal... Nee, kein Bier. Brot. Und den Ei, da der Käse, Ecke, Seitenbacher, Joghurt, Schnecken. Ist ziemlich gut. Wenn ich das weiterhin so bringe, dann denken irgendwann bestimmt noch irgendwelche Leute, ich hätte einen Vertrag mit den Seitenbacher, Joghurt, Schnecken. Jetzt können wir mal die Kartoffeln verbrauchen. Das hätte man natürlich auch mal irgendwann kochen können, aber hey, wer kocht seinen Kram schon? Einmal kurz einen Apfel eingeschmissen und jetzt sollte das eigentlich... Ja, das passt so. Will hier noch irgendjemand aufwachen, so ein bisschen mit mir spielen? Die wachen ja auf, wenn man die schlägt. Das wusste ich ja gar nicht. Das wusste ich jetzt tatsächlich noch nicht. Und der hier scheint auch so ein bisschen stärker zu sein als die anderen. Obwohl ich soeben eine neue Stufe erreicht habe, was eigentlich eine ganz coole Nummer ist. Wahrscheinlich hat er uns irgendwie von hinten angegriffen. Wie so eine Pussy eben. Das erwähne ich immer wieder, von hinten angreift, ist eben eine Pussy. Neue Stufe hier, Stufe Nummer 3. Neue Stufe zu erhöhen, das Attribut wählen, was nehmen wir denn da? Ach, mir reicht immer noch nicht mein Mana, da skill ich immer noch so ein bisschen weiter drauf und jetzt mal gucken, was wir hier denn so machen können. Schmiedekunst, schwere Rüstung, Blocken, zweihändig. Wir könnten natürlich noch weiter auf zweihändig gehen. Wir müssen übrigens mal ein bisschen mehr durch die Gegend schießen. Das ist eine sehr wichtige Nummer, weil irgendwie das sind wir gerade bei 17 und das kann ich jetzt mal kurz zeigen. Ich wollte das ja noch so ein bisschen weiter erklären. Doch, man kann tatsächlich schon überspannen lernen. Cool, dann machen wir das einfach mal. Aber überspannen 2, also nochmal 20% mehr Schaden, also dann nachher 40% insgesamt, ist jetzt auch egal, müssen wir keine Rechnung hier machen. Hätte ich dann eben 20 gebraucht. Nö. Ja, hätte ich 20 gebraucht, aber die habe ich jetzt natürlich gerade nicht. Ich habe nur 17, also konnte ich es einmal erhöhen und jetzt ist mein Bogen mal 20% stärker, weswegen wir den auch mal so ein bisschen öfter einsetzen sollen. Das machen wir dann auch irgendwann mal, aber erstmal hier... Na... Gut geschlafen. Nicht mal getroffen, ey. Das sollte man natürlich schon. Ja genau, Unslat Großes. Das ist auch immer so mein Lebensmotto, mit dem ich wirklich in den Tag gehe. Unslat Großes. Und der ist irgendwie nackt. Was die Frau. Also nackter geht's, glaube ich, echt nicht. Mädchen, das ist aber sehr, sehr unzüglich. Und da drüben, das ist irgendwie so eine Freizeitattraktion, die man hier unten halt ab und zu mal hat. Das ist eigentlich ein riesengroßer Vergnügungspark, ja. Alter Nordpfeil, das bringt's absolut gar nicht. Nehmen wir nicht mit. Gold, Granatstein. Nordkriegsakt nehmen wir auch nicht mit. Gold nehmen wir auch nicht mit. Axt bekommen wir nachher noch eine andere, eine ziemlich coole sogar. Lebt er auch noch?
Nein, der ist tot. Ich sage dazu mal nichts. Das ist wohl irgendwann abgefallen. Also je nachdem, ob das jetzt eben ein Mann oder eine Frau ist. Weiß man ja nicht so genau. Da oben haben wir eine kleine Druide, die nehmen wir natürlich auch noch mit, wenn wir da mal hochkommen. Genau. Oh, die ist sogar verschlossen. Lehrling. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger als Novize, was wir, glaube ich, bisher hatten. Auf was für einem Schwierigkeitsgrad spielen wir eigentlich? Zeig das doch mal. Gameplay Adept. Ich glaube, das ist der drittschwierigste. Ja, Adept ist cool. Das ist nicht, ja, ist nicht Experte. Das ist quasi so normal. Und ich denke, das ist ein ganz guter Schwierigkeitsgrad, den wir auch einfach beibehalten werden. Aber jetzt habe ich mal die Frage beantwortet. Die kam bestimmt schon mal irgendwann in den Kommentaren. Und wie gesagt, das ist noch keine Folge online zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Echt krasser Scheiß. Aber das ist eigentlich ganz cool, wenn man so viel auf Vorrat hat. Mir macht das ganz schön viel Spaß, weil so muss ich mich noch nicht mit irgendwelchen blöden Kommentaren rumschlagen, die vielleicht irgendwann mal irgendwo kamen. Ja, haben wir ja eigentlich. Lass mal drin den Jagdbogen. Wir haben ja einen Jagdbogen. Wieso noch einen holen? Also ich weiß nicht, ob der vielleicht so um einen Punkt besser wäre, aber hey. Also hier erweist sich folgende Technik oft als sehr gut. Und zwar nennt sie sich, ich renn durch und lass mich einmal davon treffen, aber es war wenigstens nur einmal und bei drei rumschwingende Dinge und ist das eine ganz gute Bilanz. Also so ein Profi bin ich nicht in Fallen umgehen, aber es reicht aus, um zu überleben und das ist ja die wichtige Sache. Überleben, überleben, denn wer nicht überlebt, wird von, komm, jetzt machen wir hier Bogen. Mach mal hier Bogen, Alter. Das war ja ein schöner Treffer. Komm, den machen wir jetzt aber damit auf Platz. Ein bisschen auf den Bogen skillen und direkt die Pfeile auch wieder mitnehmen. Was haben die auch in so einer alten, verrotteten Brust zu suchen? Das ist wahrscheinlich das teuerste an ihm gerade eben. Bis auf die halbverrottete Leber, die man bestimmt auch irgendwo auf dem Schwarzmarkt loswerden kann. Guck mal. Moment. Ah. Nochmal kurz hier in den Boden schießen, kann ich hier noch mitnehmen. Weil so mache ich natürlich deutlich mehr Schaden und dann ist das Vieh irgendwie gleich nach zwei Hits weg. Zwei Hits war sogar ziemlich richtig geschätzt und ich glaube, da ist noch ein anderer aufgewacht.